Leute, ich bin Sandy und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Es hat lange gedauert, aber jetzt habe ich alles zusammen. Ich habe mein ganzes Equipment, ich habe mein Ringlicht, Mikrofon, eine Kamera habe ich leider noch nicht. Ich nehme noch mit meinem Handy auf, aber selbst das ist in der Bearbeitung. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist mein Standard-Beauty-YouTuber-Würfelregal im Hintergrund. Und somit kann die ganze Chose starten und meine glorreiche YouTuber-Karriere beginnen. Und das erste Video schon gleich über den Waist Trainer. Ich hatte ihn mal auf Instagram schon gepostet und meine Ergebnisse. Und seitdem kriege ich einfach so viele Fragen, ob ich das mal erklären könnte, wie das funktioniert. Und ja, jetzt bin ich hier, mache ein ausführliches Video für euch alle und erzähle euch, was du alles wissen musst und was du beachten musst. Warnhinweis, du benutzt den Waist Trainer auf eigene Gefahr. Das heißt, es könnte sein, falls du damit falsch umgehst, könntest du Probleme oder Beschwerden bekommen. Es kann sich äußern, indem du zum Beispiel Bauchschmerzen, Sodbrennen, Atemnot oder generelles Unwohlfühlsein hast. Ich weiß nicht, was Deutsch war. Aber solltest du diese Symptome haben, nimm den Waist Trainer sofort ab. Hör wirklich immer auf deinen Körper. Das ist die erste Priorität. Höre auf deinen Körper und höre auf dein Wohlbefinden. Außerdem empfehle ich dir wirklich, versuche erstmal vorher deine Ziele mit Sport und gesunder Ernährung zu erreichen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wo irgendwie jede zweite aussehen möchte wie eine Kylie Jenner, werden wir eher dazu beeinflusst, sowas zu kaufen und zu benutzen, obwohl wir es halt wirklich einfach gar nicht brauchen. Du bist wunderschön, wie du bist, deswegen lass dich von sowas nicht beeinflussen. Ich denke auch immer richtig gerne diese Kylie Jenner Lip Challenge im Jahr 2016, wo jeder sich so ein Glas im Mund gehalten hat und daran gesaugt hat und dann irgendwie so Botox-Schlauchboot-Lippen hatte. Aber das bei manchen sah das so ekelhaft aus. Also nee, damit das nicht passiert, wie gesagt, versuch erst so deine Ziele zu erreichen. Ja, erstmal das vorab und kommen wir jetzt richtig zum Waist Trainer. Ich zeige euch hier einmal meinen. Das hier ist er. Ich zeige euch den einmal richtig ausgebreitet. Ihr seht, der ist stretchy. Ihr könnt den biegen, wie ihr möchtet. Ich kann ihn zusammenknüllen. Geht wieder zurück, verliert nicht seine Form. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Und zwar, der Waist Trainer ist kein Korsett. Das Korsett ist ja wirklich eher etwas, ich nenne es jetzt mal Starres. Und das wird ja hinter deinem Rücken meistens dann einfach wirklich richtig so zusammengezogen, zusammengeschnürt vielmehr. Und der Waist Trainer, der hat hier vorne so, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich nenne es jetzt einfach mal Löchlein. Aber ihr wisst, was ich meine, ihr seht es ja auch. Der hat hier diese Löcher, Haken heißt es, glaube ich, oder? Nee, Haken ist das. Egal. Auf jeden Fall, der hat hier diese Haken, da könnt ihr das ganz super easy einhaken, ihr nehmt den Waist Trainer so vor eurem Bauch, dass ihr das vorne vor eurem Bauch dann einfach ganz easy und leicht zusammenknüpfen könnt. Ja, zusammenknüpfen sagt man dazu, glaube ich. Und ja, das ist, wie du gesehen hast, der Waist Trainer ist einfach super flexibel. Du kannst dich damit bewegen, wie du willst. Das Teil ist halt wirklich dafür gedacht, damit du damit Sport machst. Und da kommen wir auch schon zu einem nächsten Punkt. Und zwar, der Waist Trainer ersetzt keinen Sport und keine gesunde Ernährung. Also du kannst dir jetzt nicht vorstellen, du machst das Teil um und sitzt faul auf der Couch und die Ergebnisse kommen von alleine. Ich wünschte, es wäre so, aber da muss ich dich wirklich leider enttäuschen. Du musst damit wirklich arbeiten und damit du Ergebnisse siehst, weil sonst wirst du keine bis sehr, sehr wenige Ergebnisse sehen. Ja, kommen wir ein bisschen mehr auf meinen Waist Trainer drauf zu sprechen. Mein Waist Trainer ist von der Marke Feeling Girl in Größe S. Ich habe den damals bei Amazon bestellt, den kann man da immer noch bestellen. Der hat dann auch 25 Euro gekostet. Ich meine, der kostet jetzt immer noch so viel, plus minus. Ich werde ihn auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr mal selber nachgucken. Und ich muss sagen, ich kann den echt weiterempfehlen. Der ist auch super pflegeleicht. Ihr könnt ihn einfach per Hand waschen und das war's schon. Deswegen, falls ihr euch überlegt, einen Waist Trainer zu kaufen, kann ich wirklich den hier von Feeling Girl empfehlen. Der hat auch super viele gute Kundenbewertungen, ich glaube sogar über 1000. Deswegen Top-Teil. Ich rede die ganze Zeit davon, wie der Waist Trainer für mich war. Deswegen kommen wir da auch jetzt mal ein bisschen genauer drauf zu. Und zwar,
blende ich hier jetzt mal so ein Bild ein, wie ich vor 3 Jahren aussah. Ihr seht, ich bin wirklich so ein Strich. Ich bin wirklich gerade wie so ein Stock, wie eine Spaghetti. Ich bin zwar trainiert, aber wie gesagt, die Kurve war einfach nicht da und das hat mich einfach super verunsichert, weil ich wollte wirklich diese schöne Kurve haben. Und durch Sport habe ich die halt wirklich nicht erreicht. Deswegen habe ich mich so ein bisschen informiert, was kann ich da dagegen tun. Dann bin ich auf den Waist Trainer gestoßen, habe ihn bestellt, benutzt und jetzt 3 Jahre danach sehe ich so aus. Ich blende da jetzt auch mal ein Bild ein. Ihr seht, ich habe jetzt wirklich diese wunderschöne Sanduhrenfigur, die ich auch erreichen wollte. Und ja, also der Waist Trainer hat mir auf jeden Fall dabei super geholfen, meine Traumfigur zu erreichen. Natürlich habe ich weiterhin sehr viel Sport damit gemacht und auch mich gesund ernährt. Also das war jetzt nicht nur der Waist Trainer alleine, der mir dabei geholfen hat, aber er hat schon einen Großteil dazu beigetragen. Jetzt kommt die entscheidende Frage und zwar, wie habe ich angefangen? Ich habe mich sehr viel informiert und sehr viele Videos geschaut und sehr viele Berichte gelesen, bevor ich mir den überhaupt erst gekauft habe, einfach damit ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und deswegen habe ich hier jetzt für euch meine Top 5 Liste, was ihr alles vor und nach dem Kauf beachten müsst. Punkt Nummer 1 ist der wichtigste Punkt überhaupt. Bestell das Teil in deiner richtigen Größe. Es ist wirklich so unfassbar wichtig, dass du das wirklich in deiner richtigen Größe bestellst. Bist du eine S, bestellst du eine S. Bist du ein M, bestellst du ein M. Und denk nicht von wegen, eigentlich bin ich eine S, aber wenn ich das jetzt in XS bestelle, dann kriege ich noch schneller und noch bessere Ergebnisse. Also bestelle ich das jetzt in XS. Nein, da sollten alle Alarmglocken läuten bei dir. Das solltest du auf gar keinen Fall tun. Weil dann kann ich dir eigentlich schon so gut wie garantieren, dass du auf jeden Fall Probleme bekommen wirst. Es kann sogar sein, dass du denen auch gar nicht zubekommen wirst. Also deswegen, bestell ihn wirklich in deiner richtigen Größe, das ist wichtig. Und damit meine ich nicht nur deine richtige Umfanggröße, ich meine auch deine richtige Oberkörpergröße. Also ich meine diesen Teil vom Waist Trainer, die Länge. Dort gibt es auch Small, Medium und Large. Und da kannst du dich am besten ganz normal nach deiner Kleidergröße richten. Und zwar musst du deine Oberteile auf dem PT bestellen oder kannst du sie ganz normal kaufen? Musst du oft darauf achten, sie in Tall zu bestellen? Danach würde ich gehen. Musst du sie auf dem PT bestellen, dann würde ich wirklich überlegen, ob ich mir nicht vielleicht einen Small, also einen Waist Trainer in Small kaufe. Einfach damit du genügend Bewegungsfreiheit hast, dass der Waist Trainer dich nicht stört, denn der Waist Trainer sollte im Idealfall unterhalb der Brust anfangen und dann überhalb des Hüftknochens liegen, damit er dich wirklich in keinster Weise behindert. Denn du kannst ja mal deine Hand unterhalb deines Hüftknochens legen und dann dein Bein rauf und runter machen und dann wirst du halt schon merken, okay, meine Hand geht irgendwie mit so, die geht mit rauf und runter. Und wenn du die überhalb deines Hüftknochen legst, dann geht deine Hand nicht mit. So, und deswegen achte darauf, dass der Waist Trainer überhalb deines Hüftknochens endet und wie gesagt unterhalb der Brust anfängt. Ja, dann Punkt Nummer 2 ist, wenn du jetzt deinen Waist Trainer bestellt hast, du bist super glücklich, dass er angekommen ist und du möchtest ihn jetzt natürlich sofort anprobieren. Ja, dann kommen wir zu Punkt Nummer 2 und dem Anprobieren. Guck erstmal, ob er passt. Und dafür empfehle ich dir, geh erstmal auf die lockerste Stufe. Guck erstmal, wie der überhaupt ist. Also, das kann sein beim ersten Mal anziehen, das ist ein kleiner Kampf. Der Waist Trainer hat sich einfach noch nicht an deinen Körper gewöhnt. Und der ist halt deswegen noch, ja, ich sag jetzt mal, ziemlich eng. Lass dich davon nicht gleich abschrecken und denk dir, oh fuck, der ist jetzt in meiner falschen Größe. Probier es erstmal. Falls es wirklich nicht geht, dann würde ich den dann nochmal größer bestellen. Und solltest du den jetzt aber problemlos, oder was heißt problemlos, aber solltest du ihn zubekommen haben und du hast auch keine Beschwerden und all sowas, das ist schon mal super. Das ist schon mal der erste Punkt, der zeigt, okay, der Waist Trainer passt mir. Der zweite Punkt ist, du guckst jetzt, wie sehr sich der Taillenumfang mit dem Waist Trainer von dir verändert hat. Der sollte sich in der Regel eigentlich so 2 bis 3 cm verringert haben. Und sollte der sich jetzt nicht verringert haben, würde ich dir empfehlen, erstmal
ein Loch kürzer das zu stellen. Sollte sich da immer noch nichts verändert haben, würde ich noch weiter gehen. Sollte sich immer noch nichts verändert haben, dann würde ich mir eine neue Größe bestellen, weil dann ist der Waist Trainer dir einfach zu klein. Ja, du und dein Waist Trainer, du denkst dir jetzt, ja, okay, das mit uns beiden, das wird was. Und wir können jetzt den nächsten Schritt wagen, und nämlich Schritt Nummer 3. Das ist, mach langsam. Also wirklich, ich empfehle dir wirklich, mach langsam damit. Weil es ist halt wirklich was Neues für dich, für deinen Körper. Dein Körper muss sich erst daran gewöhnen. Der Waist Trainer muss sich auch erst deinen Körper anpassen. Und deshalb mach wirklich langsam. Ich empfehle, das erste Mal tragen solltest du ihn für eine Stunde. Übertreib es nicht, mach eine Stunde, klar, natürlich. Falls du denkst, okay, eine Stunde ist jetzt viel, ich mache lieber eine halbe, ist das auch natürlich total okay. Du solltest dich in deinem individuellen Tempo steigern. Einfach, weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat ein anderes Wohlbefinden, ein anderes Gefühl. Mach das in deinem Tempo, mach es langsam. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Das ist wirklich immer Priorität Nummer 1, was ich schon am Anfang gesagt habe. Und dann, wenn du den jetzt eine Woche lang für eine Stunde getragen hast, dann kannst du dich ruhig wieder die nächste Woche über noch eine Stunde draufhängen. Also, dass du den dann in der zweiten Woche 2 Stunden trägst. Sondern jede Woche steigerst du dich immer weiter, immer mehr. Außerdem würde ich auch erst anfangen, damit Sport zu machen, wenn du dich wirklich damit richtig wohlfühlst. Oder was ist Wohlfühlen? Eher, wenn du dich dran gewöhnt hast. Wohlfühlen solltest du dich sowieso immer. Es ist eher, dass du dich daran gewöhnt hast. Wenn du sagst, okay, ich fühle mich jetzt so, ja, okay, ich könnte mir vorstellen, damit Sport zu machen, dann fang ruhig an. Ich kann dir da jetzt keinen genauen Zeitraum nennen, wann du anfangen sollst, Sport damit zu machen. Das ist, wie gesagt, dein individuelles Wohlbefinden, dein individuelles Gefühl, was dein Körper dir gerade sagt. Da musst du einfach selber entscheiden, wann du dich dafür bereit fühlst. Aber ja, ich kann vielleicht so ein bisschen erzählen, wie lange ich den jetzt trage pro Tag. Ich trage den jetzt 5 Stunden pro Tag. Ich mache damit auch 1 Stunde am Tag Sport, nicht jeden Tag. Aber ja, zu meinen Höchstzeiten habe ich den 8 Stunden lang getragen. Und das ist auch wirklich die maximale Zeit. Also ihr solltet wirklich niemals über 8 Stunden gehen. Das ist wirklich Maximum. Darauf kommen wir auch gleich nochmal auf Punkt Nummer 4 zu sprechen, warum ihr den nicht über 8 Stunden tragen solltet, aber wirklich 8 Stunden ist enough. It's enough. Ihr solltet das nicht zu einem Extrem treiben. Deshalb, ich empfehle eigentlich 5 Stunden pro Tag. Punkt Nummer 4 ist, mach Sport damit. Das ist super, super wichtig. Machst du keinen Sport damit, kann es sein, dass du wirklich keine Ergebnisse sehen wirst oder minimale. Also mach wirklich Sport damit. Das hilft einfach, deinem Körper diese gewünschte Form zu bekommen, die der Waist Trainer dir verleiht. Also diese gewünschte Stundenglasfigur dann. Deshalb mach Sport. Ich wünschte, es wäre anders und könntest auf dieser Couch sitzen und am besten noch so Chips nebenbei fressen und du verlierst so 5 cm. Das wäre natürlich toll, aber leider ist das nicht so. Deswegen musst du leider Sport damit machen. Das hat aber nicht nur diesen Grund wegen des Effekts, sondern, und das spielt jetzt wieder auf Punkt Nummer 3 an, du musst deine Mitte auf jeden Fall auch stärken. Das heißt, deine Muskeln müssen im Bauch- und im Rückenbereich gestärkt werden. Wenn du den Waist Trainer jeden Tag trägst und vor allem für mehrere Stunden, ist es super wichtig, dass deine Muskeln trotzdem gestärkt sind und du nicht denkst, sobald du den Waist Trainer abnimmst, so, boah, eigentlich ohne das Teil kann ich gar nicht mehr so gut gerade stehen und eigentlich brauche ich das. Deswegen, deine Muskeln müssen unbedingt gestärkt bleiben. Deswegen solltest du den auch niemals über 8 Stunden tragen. Einfach damit du quasi nicht von diesem Waist Trainer abhängig wirst. Also das ist wirklich wichtig. Mach Sport damit, erstmal wegen des Effekts. Und dann halt auch einfach, damit dein Körper nicht wie so ein Sack Kartoffeln in sich zusammenfällt und du denkst, boah, eigentlich brauche ich diesen Waist Trainer jetzt 24/7 so. So, der letzte Punkt auf unserer Liste ist Punkt Nummer 5. Bleib am Ball. Das ist super, super wichtig. Das ist auch so ein wichtiger Punkt.
Und zwar wirst du das nicht konsequent durchziehen, wirst du keine Resultate sehen. Es kann sein, dass du nach dem ersten Monat keine krassen Ergebnisse sehen wirst. Aber es ist wirklich wichtig, dass du es durchziehst. Also kauf dir keinen Waist Trainer, wenn du eine Person bist, die das nicht wirklich konsequent macht. Weil das musst du einfach durchziehen, sonst wirst du keine Resultate sehen. Außerdem, warum es auch noch wichtig ist, da konsequent zu sein, selbst wenn du schon deine Figur hast, deine schöne Stundenglasfigur, jetzt dank des Waist Trainers, ist es immer noch wichtig, dass du den Waist Trainer trägst. Einfach weil du sonst deine Figur wieder verlieren könntest. Wenn du jetzt wirklich aufhörst, wieder den Waist Trainer zu tragen, dann kann es wirklich sein, dass deine Figur nach ein paar Wochen in deine alte, gewohnte Form zurückgeht. Und damit das einfach nicht passiert, wie gesagt, musst du den wirklich konsequent tragen. Das ist ein bisschen doof, aber ja, das zu Punkt Nummer 5. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Thema Waist Trainer geben und ich hoffe, ich konnte all eure Fragen beantworten. Natürlich, falls jetzt noch irgendwas offen sein sollte und ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder mir bei Instagram eine DM schreiben. Ich versuche auf alles zu antworten. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Like freuen und über ein Abo. Und ich würde sagen, bis bald.